Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativstempel. Mein Name ist Birgit und ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Ich habe heute das versprochene Video von der Onstage Wiesbaden 2018 für euch. Und zwar hatte ich euch ja versprochen, dass ich meine Swaps, die ich dort getauscht habe, euch zeigen werde. Nochmal kurz zur Erklärung für alle die nicht wissen, was Onstage ist. Und zwar ist Onstage ein Treffen aller Demonstratorinnen von Deutschland und Österreich von Stampin' Up. Und dieses Treffen findet immer zweimal im Jahr statt, einmal im April und einmal im November. Und dieses Jahr war es am 7. April in Wiesbaden, und zwar in dieser großen neuen Rhein-Main-Halle oder Main-Rhein-Halle, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Reihenfolge. Die ist ganz, ganz toll, diese neue Halle, und überhaupt Wiesbaden ist eine schöne Stadt. Ja, und es war natürlich ganz, ganz toll. Wir waren knapp 1200 Demonstratorinnen, und auf dieser Onstage erfährt man halt immer, ja, die ganzen Neuheiten, die kommen werden. Zum Beispiel haben wir ab Juni den neuen Jahreshauptkatalog, und da bekommen wir Demos halt immer vorgestellt, was es alles Neues gibt. Wir können die neuen Produkte schon ausprobieren und. Also es ist eine ganz tolle Veranstaltung. Es ist richtig gute Stimmung, macht unheimlich viel Spaß. Man lernt ganz viele Leute kennen, und das eben unter anderem auch über diesen Swap-Tausch. Was ist denn überhaupt ein Swap? Also ein Swap ist quasi ein kleines Goodie, eine kleine Verpackung, ein kleines Geschenk, sage ich jetzt mal. Ich zeige euch mal eins, und zwar das, was ich gemacht habe. Also so kleine Mitbringsel, Goodies, kleine Geschenkverpackungen, die bastelt also jede Demonstratorin schon im Voraus, die meisten wochenlang vorher, weil sie ganz, ganz viele machen, so kleine Goodies, Mitbringsel eben. Und ja, und die nimmt man dann mit, und dann tauscht man dort untereinander eben diese kleinen Swaps, und dabei lernt man sich kennen und tauscht sich aus, wer bist du, was machst du, woher kommst du. Also es ist ganz, ganz toll. Und wie gesagt, durch diese kleinen Swaps bekommt man eben auch Anregungen, ja, für neue Bastelanleitungen, ne? Also ich kann mir ja durch dieses kleine Goodie abgucken, boah, was die anderen so für Ideen haben, boah, wie geht das, und ja, also man ist, ihr merkt schon, ich sage immer boah, weil man da einfach total geflasht ist, weil es einfach total schön ist, zu sehen, was die Leute so machen, was man so machen kann, was man so umsetzen kann. Ja, und diese kleinen Swaps möchte ich euch heute gerne zeigen. Also das war, wie gesagt, meins, was ich gebastelt habe. Das ist also so ein kleines Goodie mit ein paar Süßigkeiten drinnen, die man dann eben so rausziehen kann. Und just for you eben drauf gestempelt. Und jeder kennzeichnet das dann eben auch, von wem das ist, damit man das nachvollziehen kann, gell? Das ist übrigens die schöne Tasche, die wir, die jede Demo bekommen hat. Ich finde die ganz, ganz toll. Die kann man von innen eben auch noch umdrehen und hat noch eine andere Farbe. Ja, okay. Also machen wir weiter. Kommen wir zum ersten Goodie. Dieses kleine Tag, dieser kleine Anhänger, kommt von der Nancy Schiebe. Und die Nancy, ja, ist eine sehr gute Bekannte von mir. Und die Nancy hat uns diesen schönen Swap gemacht. Kreieren jederzeit, Haushalt hat Zeit. Wunderschöner Spruch. Ganz toll. Onstage Wiesbaden 2018. Sehr hübsch gemacht. Vielen Dank nochmal, liebe Nancy. Als nächstes habe ich hier ein kleines Mini-Album, würde ich mal sagen, von der Katharina Müller. Ich mache das mal hier auf. Das mit dem schönen Set aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog. Ah, das ist so ein Leo Porello Album. Das ist ja schön gemacht. Da hat sie ihr Visitenkärtchen rein, ne? Und da kann man hier so einen kleinen Tag einstecken. Oh, das ist sehr hübsch gemacht. Toll. Fällt mir sehr, sehr gut. Ich mag auch dieses Design von dieser Reihe sehr gern, weil einfach das, die Farben sind so schön. Die passen so toll zusammen. Ja, danke schön, liebe Katharina. Toll. So, als nächstes haben wir hier ein schönes, ah ja, das ist eine schöne Ziehkarte, oder wie man dazu sagt, mir fällt es jetzt gerade nicht an, ich habe heute wieder so einen Wortfindungsstörungstag wahrscheinlich. Okay, also, toll finde ich das. Von Nikis Stempelclub, Nicole Josten. Tolle Idee, super, gefällt mir gut. Sehr hübsch gemacht.
Vielen Dank, liebe Nicole. So, als nächstes habe ich hier ein kleines Goodie. Oh, da steht leider gar nichts drauf. Wollen wir mal reinschauen, ob wir da irgendwas finden. Das ist so eine kleine Verpackung ohne Kleber. Die finde ich auch immer ganz witzig. Da irgendwas drinnen steht. Nee, oder? Ist da ein Zettel drin? Wartet mal. Doch, da ist irgendwas drinnen. Müssen wir mal gucken. Da steht was. Ha, ist ja interessant. Achso, da ist, steht drauf, wie das gemacht worden ist, mit welchen Materialien. Ah ja, von der Heike Kirmse. Schön, toll. Das ist auch eine gute Idee. Wirklich toll gemacht. Ich mag diese Verpackungen. Sehr hübsch. Dankeschön, mache ich später wieder zusammen. So, das ist auch eine ganz hübsche Verpackung. Hier öffnen. Aha, mit der Schere. Okay, oh, das will ich aber eigentlich gar nicht. Ich will das nicht mit der Schere öffnen. Von Stempelstück. Mal gucken, ob ich das so aufkriege, wenn ich jetzt hier das so ein bisschen zusammenbiege. Ja, das geht. Haha, weil mit zerschneiden, nee, das will ich natürlich gar nicht, ne? Hübsch gemacht. Oh ja, das ist eine sogenannte Teebeutelverpackung. Ganz süß. Lass uns mal wieder plaudern. Das ist ja auch hübsch gemacht. Toll. Sehr, sehr schön. So, als nächstes haben wir hier eine Brausepulververpackung von der Dagmar Stemm. Das ist auch süß gemacht, finde ich. Ne? So eine Acetatverpackung oder Zellophantüte haben wir ja auch im Hauptkatalog. Sehr schön gemacht. Hübsch. Also dieses Set ist sehr beliebt. Damit haben viele gearbeitet. So, als nächstes haben wir hier, ah, das gehört, glaube ich, das Herzchen rein. Genau, das ist nämlich rausgepurzelt. Viel Spaß von Paper Arts. Sehr hübsch. Auch schön gemacht, ne? Und geht auch schnell. Finde ich süß. So, dann habe ich hier, das finde ich auch ganz, ganz hübsch und eine tolle Idee. Schaut mal, das ist hier mit diesem Banner, mit diesem Etikett gemacht, aufgeklebt, so als Halterung, finde ich eine ganz tolle Idee. Und das ist von der Marika Farin, ist auch eine Stempelfreundin von mir. Also wir haben so eine Brieffreundschaft miteinander, was auch eine ganz, ganz tolle Sache ist. Also das ist wirklich was sehr, sehr Schönes. Und ja, hat sie echt hübsch gemacht. Vielen Dank, liebe Marika. So, als nächstes, das ist auch eine süße Idee. So, mal gucken. Das ist quasi ein hübsches kleines Kärtchen, was ganz goldig gemacht ist, mit ganz einfachen Mitteln, aber es sieht so edel aus. Ganz süß mit diesem kleinen Umschlag. Und das ist von der Eve van der Plöck. Sehr hübsch. Schön gemacht, finde ich süß. Und das kann man überall so als kleines, ne, wenn man jetzt ein schönes Geburtstagsgeschenk oder irgendwas hat, als kleines Kärtchen mit dazugeben. Oder wenn man einfach nur mal Danke sagen will. Ja, das ist das nächste. Das ist auch so eine kleine Dankeskarte. Danke, dass du mit mir getauscht hast. Die Roswitha Nissen. Schön. Mal kurz gucken, was das ist. Da steht irgendwie viel Spaß mit dem Magnetpin. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ah, das ist ja toll. Ah, das ist ja eine super Idee. Sie hat also hier hinten so eine Magnetfolie drauf gemacht. Ach, das ist ja witzig. Und das kann man dann an eine, es gibt doch diese Magnetwände oder am Kühlschrank oder so. Und dann dieser Spruch drauf, manchmal nehmen die kleinsten Dinge den größten Platz im Herzen ein. Ach, ist das schön. Aber das ist eine tolle Idee. Ein Magnetpin, das finde ich super. Und hier mit dieser Lasche, ne, das haben wir in dem einen Set. Wie heißt das jetzt wieder? Die Verpackung mit Liebe oder so ähnlich. Entschuldigung, fällt mir jetzt nicht ein. Ich habe heute echt so einen Tag, wo mir alles nicht einfällt. Kennt ihr das? Das ist echt manchmal schwierig. Tolle Idee, finde ich ganz süß. Super. So, das packe ich später wieder ein, sonst dauert es zu lang. Ah ja, da ist noch ein Zettel. Der muss noch mit dazu. So, als nächstes habe ich hier auch ein ganz süßes, kleines, kleine Verpackung. Und zwar von der Beatrice Schreiber. Das ist mit dem Designerpapier mit Liebe gemalt, aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog gemacht, auch ganz, ganz süß. Kreativität macht
Freunde, genau so ist es. Und das ist genau das, was auch dieser Swap und dieses Onstage so mit sich bringt. Ne? Also man lernt wirklich ganz, ganz viele nette Leute kennen, die das gleiche Hobby haben, die gleiche, ja, das gleiche, was man mag, das gleiche, man hat die gleichen Interessen und dadurch findet man natürlich sofort ein Thema und unterhält sich. Das ist echt klasse, also wie gesagt, wunderschön. Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, Demo zu werden, ich kann euch nur dazu raten, es ist wirklich super, super toll. Also ich habe das nicht bereut, es war das Beste, was ich überhaupt machen konnte. Ja, vielen Dank. So, jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Swap. Das ist nämlich von einem Teammitglied von mir. Und zwar von der Uschi Schröder. Die Uschi, vielen Dank für dieses tolle Swap. Hat hier mit dem Envelope Punchboard eine ganz süße Verpackung gewerkelt. Schaut mal, mit einem schönen Schleifenband. Und das ist auch ganz schnell und ganz einfach gemacht. Da könnt ihr nochmal reinschauen. Stempeln macht glücklich, Ursula Schröder. Sehr, sehr hübsch gemacht. Also das Envelope Punchboard ist wirklich eine Anschaffung, die sich lohnt. Das ist so vielseitig. Damit kann man Briefumschläge machen, aber eben auch schöne kleine Verpackungen. Ganz, 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 ganz toll. Vielen Dank, liebe Uschi. Mit der Uschi bin ich übrigens zusammen hingefahren. Es war echt ein lustiger, schöner Tag. Und jetzt noch ein Swap von meinem Teammitglied und zwar von der Vanessa. Die Vanessa Mühleisen hat diese wunderschöne Verpackung gemacht und die ist mit dieser Geschenkverpackung mit Liebe oder, Mensch, mir fällt jetzt der Name nicht ein, Leute, das ist doch echt schlimm, damit gemacht. Und das ist echt auch eine ganz süße Sache, finde ich. Also diese Verpackung ist auch sehr, sehr vielseitig. Die Vanessa hat das echt toll gemacht, auch mit dem schönen Designerpapier aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog. Nein, gar nicht wahr, das ist von der Celebration, die gibt es leider nicht mehr. Und das war ganz toll, das Papier. Ja, vielen Dank, liebe Vanessa, meine zwei Mädels aus meinem Team. So, weiter geht's. Der nächste Swap kommt von, das ist eine süße kleine Verpackung, ist ja auch goldig, so eine kleine Würfelverpackung. Vielen Dank. Oh, da steht jetzt leider nichts drauf. Von wem das ist. Das ist ja schade. Wenn die liebe nette Dame das zufällig sieht, dann darf sie sich gerne melden unten in den Kommentaren in der Infobox, damit wir auch wissen, von wem das süße kleine, diese süße kleine Verpackung ist. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Ruhig melden und unten in den Kommentaren schreiben, die Verpackung ist von mir. Das wäre super. Vielen Dank. So, als nächstes habe ich hier eine wunderschöne Verpackung von der Manuela Fortscheller. Sehr, sehr schön. Das ist so ein kleines, mit so einem kleinen, wie sagt man denn, Post-it und einem Stift gemacht. Das finde ich auch eine ganz süße Idee. Schaut mal, das ist echt goldig, ne? Kleines Notizheftchen, was man überall mal mitnehmen kann, wenn man schnell eine Notiz machen will. Das ist echt süß. Vielen Dank. Ja, Ideen muss man haben, ne? So, als nächstes haben wir hier eine süße kleine Geschenktüte. Und da steht auch leider nichts drauf. Ich guck mal rein. Ist auch süß gemacht, ne? Mit dem schönen Designerpapier aus dem Jahreshauptkatalog. Bunte Vielfalt heißt das. Ne, da steht auch leider nichts drinnen. Ach, schade. Schade, schade. Also auch hier gilt, wenn du das zufällig siehst, dann schreib uns einfach unten in den Kommentaren, wer du bist. Das wäre sehr, sehr schön. Eine süße Verpackung. Vielen Dank. So, als nächstes haben wir auch hier wieder eine kleine süße Verpackung. Die Christina Vivian Sielebeck. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn nicht, dann entschuldigt es bitte. Ah, das ist zugeklebt. Ah, das möchte ich eigentlich gar nicht aufmachen. Das ist so eine süße kleine Verpackung gewerkelt und hier oben mit einer Kreisstanze ausgestanzt und als Deckel drauf ist auch eine schöne süße Idee, gell? Toll, gefällt mir sehr gut, vielen Dank. So, dann haben wir als nächstes eine große Verpackung und die kommt von der lieben Maria. Maria Diabalicius heißt ihre Seite und die Maria, wir kennen uns auch persönlich. Und die hat hier ein wunderschönes und vor allen Dingen eine große Verpackung gemacht in meinen Lieblingsfarben und natürlich mit Schmetterling. Ich liebe Schmetterlinge. Schönheit liegt in allen Dingen. Dann gucken wir mal, was sie da reingepackt hat. Ach süß. Eine Maske zur Entspannung. Toll. Super.
Also vielen Dank, liebe Maria. Also ich finde die Verpackungsidee echt auch süß. Toll gemacht. Sehr schön. Vielen Dank. So, die nächste Verpackung, die ist auch ganz, ganz süß. Der nächste Swap kommt von der Sonja Schulte. Die kennt ihr bestimmt alle besser unter Papiertante NF. Und die Sonja Schulte hat hier etwas ganz Goldiges gemacht. Schaut euch das mal an. Mit dem Schauen, das Schaf, oder wie spricht man das aus? Ich, wie gesagt, ihr verzeiht mir, ich kann ja kein Englisch. Und sie hat hier norddeutsche Deichschafköttel reingepackt. Süß, oder? Das ist eine total schöne Idee. Ich fand das voll witzig, als ich diese Verpackung gesehen habe. Echt süß. Also man kann so viele schöne Sachen machen, ne? Vielen Dank, liebe Sonja. Super. Und das nächste kommt auch von jemand ganz Bekannten, kennt ihr bestimmt auch. Und zwar von der Sigrid Joch. Und die Sigrid hat diese süßen zwei kleinen goldigen Figuren gemacht. Kennt ihr alle, ne? Also wirklich eine tolle Idee. Ich finde es voll süß. Ich habe gleich lachen müssen, als ich das gesehen habe. Also wie gesagt, wenn man Ideen hat, ne, kann man alles machen eigentlich mit Stampin' Up. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Sigrid. Und ich habe mich auch ganz doll gefreut, dich mal persönlich kennengelernt zu haben. Ich verfolge dich ja auch schon längere Zeit. Genauso auch die Sonja Schulte. Das ist echt super schön, wenn man diese Menschen dann auch mal kennenlernt, ne? Und was für nette Leute dahinter stecken. Also ich verfolge die beiden schon lange auf ihrem Blog und auch auf YouTube. Und ich habe von den beiden auch viel gelernt, muss ich sagen. Die sind ja schon viel, viel länger dabei als ich. Und also es ist echt toll, wenn man dann auch mal die Leute persönlich kennenlernt. Echt super. Vielen, vielen Dank. So, hier haben wir wieder eine wunderhübsche Verpackung. Die 30 steht dafür, dass Stampin' Up den 30. Geburtstag oder das 30. Jubiläum dieses Jahr feiert. Entschuldigung, das ist also auch ein Jubiläums-Onstage gewesen. Also Stampin' Up 30 Jahre. Deswegen findet ihr auch hier überall und auf vielen Sachen die 30 Jahre. Okay, hier ist was zu naschen drinnen. Das ist so eine Geburtstagstorte, ne? Kennt ihr bestimmt alle. Und das Swap ist von Susa Hosch. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Super süße Idee. Vielen Dank. So, dann geht es weiter mit diesem süßen kleinen Swap. Ich mache das mal auf. Ich hoffe, das raschelt nicht zu sehr in der Kamera. Das ist von Nicoles Bunte Welt. Und das ist auch ganz süß gemacht. Also das gehört eigentlich hier so. Das ist jetzt ein bisschen flach zusammengedrückt. So, was auch eine ganz goldige Verpackung ist, finde ich. Gell? Und ja, da kann man ja zum Beispiel Gummibärchen reinpacken. Ne? Just for you. Also schöne Verpackung mit dem schönen Designerpapier aus dem Jahreshauptkatalog. Vielen Dank, Nicole. So, das nächste kommt auch von einem Teammitglied aus unserem großen Team von meiner Stempelmama. Meine Stempelmama ist ja die Andrea Gutzmer. Und in diesem Team ist auch dabei, wir haben natürlich im Team auch ein bisschen geswappt. Und da ist eben auch die Doreen Machemehl dabei. Die Doreen ist eine ganz, ganz süße goldige. Und schaut euch mal an, was die Doreen für ein tolles Swap gemacht hat. Also das ist der Hammer. Ich habe es noch gar nicht richtig ausgepackt, weil ich das einfach voll schade finde, das aufzumachen. Also sie hat sich da unheimlich viele, viele detailreiche Gedanken gemacht. Das ist echt, schaut euch das mal an, voll goldig, ne? Also auch hier oben, ne, mit dieser Sonne, mit unserem Gänseblümchen. Also der wirklich, der Wahnsinn. Schaut mal, das ist so süß gemacht. Also unglaublich schön. Vielen, vielen Dank, liebe Doreen, für dieses tolle Goodie. Habe ich mich sehr gefreut und vor allen Dingen, dich auch kennengelernt zu haben. So, das nächste Goodie, oh, da steht, doch, steht was drauf. Handgefertigt von Jutta Lippert Daniel. Auch das ist ein schönes, das sind so diese, wie sagt man dazu? Mir liegt es auf der Zunge und mir fällt es nicht ein. Sour Cream Verpackung. Glaube ich, nennen die sich. Also die sind ganz, ganz, ganz flott gemacht und auch eine süße Idee, finde ich. Ganz, ganz toll. Vielen Dank, liebe Jutta. So, die nächste Verpackung ist auch wieder mit diesem schönen Designerpapier, bunte Vielfalt gemacht. Oh, und auch da steht leider wieder gar nichts drauf. Ich gucke mal, ob ich da drin irgendwas finde. Nee, da ist leider jetzt auch nichts drauf.
Also auch für dich gilt, wenn du das Video zufällig siehst, schreib uns doch einfach, dass diese Verpackung von dir gehört, damit wir wissen, wem wir sie zuordnen können. Eine ganz süße, hübsche kleine Goodie-Verpackung. So, die nächste Verpackung, die fand ich auch ganz, 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 ganz süß. Und zwar mit diesem schönen Set aus dem Jahreshauptkatalog. Du bist erste Sahne. Ganz, ganz süß gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich liebäugle schon sehr, sehr lange mit diesem Set. Ich schleiche da schon eigentlich ein ganzes Jahr drum herum. Und nach diesem Swap, nachdem ich das gesehen habe, habe ich mir geschworen, ich bestelle mir doch dieses Set, weil es einfach toll ist. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Es wird uns auch erhalten bleiben. Und von daher werde ich mir das jetzt zulegen. Das ist ein echt ein schönes Swap. Und hier mit Magneten verschlossen, auch eine super tolle Idee, ne? Also wirklich was ganz, ganz Süßes. Und das kommt von der Cornelia Rümmler. Vielen lieben Dank für diese super schöne, süße Idee und das schöne Swap. So, die nächste Verpackung kommt auch von jemandem, wo ich ganz, 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 ja, lieb gewonnen habe und auch persönlich kenne. Und zwar ist das die Jana Müller. Janas Paper Dream kennt ihr bestimmt auch von einem YouTube-Kanal. Und das ist ihr Swap, was sie mir geschenkt hat oder was wir getauscht haben. Und es ist ganz, 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 ganz süß gemacht. Schaut mal hier mit diesen kleinen Erdbeeren. Und ich finde es eine super süße Idee. Und Jana hat hier eben auch einen ganz tollen, schönen Schlüsselanhänger gemacht. Das ist echt eine super süße Idee. Vielen, vielen Dank, liebe Jana. Ich glaube, das ist mit Schrumpffolie gemacht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Muss ich sie nochmal fragen. Und es war auch ganz toll, dich wirklich mal persönlich kennengelernt zu haben. Wir haben ja so schon die ganze Zeit viel Kontakt. Aber jetzt sich auch mal persönlich kennenzulernen, sich mal in den Arm zu nehmen und mal ein paar Worte zu wechseln, es war echt toll. Vielen Dank, liebe Jana. Ich, ja, auch von dir habe ich schon viel gelernt über deine tollen Videos, die du immer machst. Ganz toll. Ich hoffe, wir bleiben noch lange in Kontakt. Dankeschön. So, dann habe ich noch eine Verpackung von einer Dame, die bei mir am Tisch gesessen war. Finde ich auch eine ganz zuckersüße, schöne Idee. Und zwar ist das von der Stefanie Wolter. Also die hat hier auch mit diesem kleinen Post-it so eine Ziehverpackung gemacht, die finde ich übrigens ganz witzig. Das muss ich mir echt auch mal angucken, wie man das bastelt. Ich finde es eine süße Idee, da kann man auch anstatt dem Post-it eine kleine Schokolade reinpacken. Ja, sehr schön gemacht. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt habe ich noch ein paar Karten. Und zwar die erste Karte, die finde ich auch wahnsinnig schön. Entschuldigt das Wort, aber das ist echt der Hammer. Schaut euch das mal an. Das ist gemacht von Gabi Hensel. Die Gabi hat hier gleich eine ganze Materialliste und Anleitung dazu gemacht. Finde ich ganz toll. Sie hat auch einen schönen Spruch dazu gemacht. Kreativität ist eine Frage der Inspiration von außen. Es ist das Leuchten in den Augen eines wunderbaren Menschen, was einen selbst kreativ werden lässt. Gabi Hensel. Also ganz toller Spruch. Gefällt mir richtig gut, liebe Gabi. Das ist eine wunderschöne, zuckersüße Karte. Schaut euch das mal an, ein kleiner Gruß für dich, also voll süß, finde ich ganz toll. Und das hier ist auch, ja, ganz speziell gemacht, also das ist mit Embossing gearbeitet, also richtig schön, toll, detailreich. Und dann klappt man diese Karte so auf. Möge jeder Morgen so schön sein wie der heutige Tag, und der war wunderschön, wirklich toll, eine super schöne Karte. Vielen Dank, liebe Gabi, sehr, sehr schön. So, die nächste Karte, die kommt von meiner Stempelmama, von der Andrea Gutzmer, Paper Art bei Andrea. Auch Andrea hat hier eine Materialliste dazu geschrieben und die finde ich auch zuckersüß. Ich mag diese Farben so, so gern und auch dieses Stempelset. Also toll gemacht. Vielen, vielen Dank, liebe Andrea. Und auch meine Stempelmama habe ich das erste Mal persönlich kennengelernt, und das ist eben auch das Schöne an Onstage. Man lernt die Leute, mit denen man eigentlich nur über WhatsApp oder Facebook Kontakt hat, endlich mal persönlich kennen, und das ist wunderschön. Also wie gesagt, ich habe mich total gefreut, meine Stempelmama Andrea kennenzulernen. Ja, super toll. Ich habe mich riesig gefreut. Vielen Dank nochmal, Andrea. Ich hoffe, wir bleiben noch recht lange in Kontakt und es bleibt so, wie es ist. So, die nächste Karte kommt von, das ist ja Dreaming Paper.
Ah, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Von Ann-Kathrin, genau. Entschuldigung. Ann-Kathrin ist auch in unserem Team, von unserem großen Team von meiner Stempelmama. Und ja, also auch Ann-Kathrin hat ja eine wunderschöne Karte gemacht, finde ich auch süß mit diesem schönen Set aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog. Und auch bei dir habe ich mich ganz doll gefreut, dich kennengelernt zu haben. Wir waren ja 6 Leute aus unserem Team, eben die 3 von meiner Stempelmama und wir 3 aus meinem Team, die Uschi und die Vanessa aus meinem Team, und wir sind ja zusammen ein großes Team, also wir gehören ja irgendwie immer alle zusammen. Das ist das Schöne. Ja, es war toll, es war wirklich ein wunderschöner Tag. Vielen Dank nochmal an euch alle. So, die nächste Karte kommt von der Sonja Voss. Auch hier eine wunderschöne Karte mit diesen mit dieser Strukturpaste gemacht, finde ich auch eine ganz süße Idee. Lass uns mal wieder plaudern, auch den Spruch finde ich klasse, super schön, vielen Dank. Und das letzte Swap, das letzte Goodie ist auch wunderschön, auch mit einem schönen Set aus dem Frühlingskatalog, mit dem neuen Prägefühler, was auch in den Hauptkatalog geht. Und das ist von Stempelissimo Astrid Held. Super, vielen, 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 vielen Dank. Ja, wie gesagt, das waren meine getauschten Swaps von der Onstage und es ist wirklich wunderschön. Es macht unglaublich viel Spaß und ich freue mich schon auf die nächste Onstage, die im November in Berlin stattfindet. Da freue ich mich wirklich schon riesig drauf, wieder alle zu sehen und natürlich auch wieder noch mehr liebe, nette Demos und liebe, nette Leute kennenzulernen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß dabei und ja, wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Eure Birgit. Tschüss.